Willkommen zurück bei Guild Wars 2. Gut, wir sind auf dem Weg hier nach Norden, mehr oder weniger. Schauen wir mal, was es da noch so alles gibt. Ich glaube nicht mehr allzu viel. Hilft Tigern und so auf der Straße. Fallen entfernen und was noch? Prüft die Fallen, entfernt gefährliche Kreaturen. Okay. Zum Beispiel ihm hier sehr wahrscheinlich helfen, ne? Plopp. Das bleibt schön unter uns. Ja. Bleibt's. Ich setze es nachher nur in die Zeitung. So, blöde Katze, blöde Katze, blöde Katze. Doofe Mieze, sag ich doch. Katze, Katze, Katze und stirbt. Ja, die Schneeleoparden, wie gesagt, die sind hier nicht ganz so nervig wie diese Skelks. Katze, 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 komm. Okay. Weil ich glaube, die schleichen dann tatsächlich, wenn sie getarnt sind, also so lange wie die brauchen, bis sie da irgendwo mal hier ja, da sind, würde ich fast sagen. Die sind da wirklich da im Schleichmodus und tapsen da so langsam zu einem hin. Nur halt, wenn sie einen dann erreichen und ihren komischen Sprung da machen, das ist halt weniger toll. Da liegst du ja schon wieder. Ah ne. Danke für die Ist Hilfe. jemand anderes. Okay. Wollte gerade sagen. So, was da noch? Müssen noch ein paar Fallen rumstehen. Ist auf jeden Fall noch so eine Danke für die Hilfe. verletzte Jägerin. Dann haben wir hier noch so den Eisbrutwolf eins über den Schädel, wenn er denn nicht außer Reichweite wäre. Ja, probieren wir nochmal. Haha, ausgewichen. Die rufen halt nicht Verbündete, sondern machen halt so gut Aua. So, verwundeter Moa. Können wir dich hier irgendwie heilen? Nee. Jägerfalle. Na toll. Okay. Gucken wir mal, was hier in der Falle steckt. Obwohl, wollen wir das wirklich wissen? Wir haben noch 9 Sekunden. Bäh. Ja, hier kümmere dich da um den Händler, bitte. Danke. So, sonst noch jemand hier ohne Fahrschein? Ich glaube, da hört es dann aber auch schon mehr oder weniger auf.
Eisbrutnorn. Schauen wir mal, ob der auch zählt. Hier gefroren und so. Ein Kaninchen. Supi. So. Damit haben wir unsere gute Tat für heute auch ja, abgegolten. Hier ein Kaninchen aus der Falle gerettet. Ich fühle mich gut. Tschup, tschup. Mal schauen wir Können wir reden? mal. Abzeichen, Pistole, Gewehr. Nichts, was wir gebrauchen können. Jetzt sind jetzt hier halt auch auf 17 runtergestuft, da gibt es nicht allzu viel, was da irgendwie von Nutzen wäre. Was ist mit ihm hier? Er sieht nicht mehr ganz so frisch aus. Dann tingeln wir mal da hoch. 3 Nullwellen bezwungen. Schauen wir mal. Kommen da Wellen? Da kommen Wellen, ja. Naja, ob wir da großartig viel hier alleine irgendwas ausrichten können, weiß ich noch nicht. Zwei noch am Leben. Das ist nicht allzu gut. Jetzt kann ich wieder nicht umswitchen. Toll. Gewahrt die Kraft des Ozeans. Nächste Welle. Weiß nicht, ob das dazugehört. Könnte möglich sein. Ich will es jetzt nicht ausschließen. Ja, da kommen wieder welche an. Okay. Das war das. So. Es ist heiß. Jo.
Ja, geht doch einfach dahin. So, da ist ein Wolf. Gucken wir mal, dass wir noch hier das kleine Holz hier mitnehmen. Dann müssen wir mal gucken, wo wir hier die nächsten Punkte hier noch abgrasen können. Irgendwie haben wir nämlich erst 50%. Das ist jetzt nicht allzu viel. Gibt's da oben eventuell noch was? Schwierig, schwierig. Wölfe, Wölfe, noch mehr Wölfe. Hier sieht nicht so aus. Da hinten steht nur ein Veteranenwolf. Den lassen wir mal Veteran sein. Da kleine Holz brauchen wir auch nicht wirklich. Gucken wir mal, dass wir hier die Straße da entlang kommen. Um da mal zu gucken, was da so guckt. Ja, eigentlich wieder gar nichts geleistet bisher in der Folge. Eisbrutnorn, Rattenbär. Moment, hier ist eine Höhle. Da war doch irgendwas. In der Höhle war doch irgendwas. Ich fühle mich gut. Ich glaube, da kann ich mich ganz dunkel dran erinnern, dass hier in so einer Höhle irgendwas war. Kupfererz brauchen wir nicht. Genau, da haben wir einen Aussichtspunkt. Wunderbar. So, aber wie kommen wir da hin? Das ist natürlich wieder die andere Frage. Ja, und eigentlich müssten wir ja auch mal wieder zurück. Nach Löwenstein oder sonst wohin, wo wir unser Buch hier kaufen können. Nee. Kaufmann untersuchen, verlassen. Upp. So, hier hoch. Mal gucken. Darüber. Ja. Das sieht schon mal ganz gut aus, aber ist irgendwie komplett falsch. Ah, hier ist eine Planke, okay. Komm. Stell dich nicht so an hier. So. Wieder dunkel wie im sonst wo. Im Rattenbärenpopo. Oh, abwärts. Ach, hier ist wieder Respawn. Oh.
das wollte ich zwar jetzt nicht, aber egal. Gibt alles irgendwie XP. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Mühsam ernährt sich halt das Eichhörnchen. Und ein Stück Wildfleisch. So, hier haben wir ein paar Schaufler. Mal wieder. Rattenbär. Ich hätte gerne hier diesen Schaufler, bitte sehr. Danke sehr. Ach, da ist auch noch ein Veteran dabei. Shit. Okay. Aber da haben wir eigentlich nichts, glaube ich. Das gehört nicht mehr dazu, beziehungsweise ist hier oben. Das ist nicht mehr im Labyrinth. Hier ist nämlich so ein Übergang, der aber, glaube ich, deaktiviert ist oder sowas. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwie rauskommen. Servus. Voller Maulwurf, du. So. Weiter im Text. Da kommen wir runter. Wunderbar. Da müssen sie schon härter zuschlagen. Sagt sie so einfach und ist hier schon halb am Sterben. Kurz ein bisschen recken. Halt. Ja, kannst hier gongen, so viel du willst. Nutzt er eh nix. Kupfererz braucht man nicht. So, was haben wir entdeckt? Drachenerhebung, okay. Dann gucken wir mal, dass wir hier noch den Wegpunkt hier abkrabbeln. Und eventuell noch hier die Fertigkeit. Bin bereit. Null Komma gar keinen Damage direkt am Anfang gemacht. Finden wir natürlich super toll. Au. Okay, Event erfolgreich, Fertigkeitspunkte, wunderbar. Was, großer, leckerer Fisch? Was kann man damit machen? Essen. Mümmel, mümmel, okay. Na gut. Haben wir uns hier noch ein paar Schößlinge mit. Ist das da Eisen? Ja, gut. Nehmen wir auch mit. Ja, dann werdet ihr mal jagen. Ich baue mal hier ab.
Und würde sagen, damit mache ich dann auch hier Schluss für die Folge und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann!